Heute ist der Tag gekommen. Endlich. Ich treffe jetzt alle Vorkehrungen. Die letzten im Prinzip, bevor ich den Mast endlich stellen kann. In ein paar Stunden ist es soweit. Super viel passiert, aber und ich bin auch ziemlich fertig. Aber das schaffe ich jetzt auch noch und ja, dazu später mehr. Aus der Kajüte und ich sehe Achterstag, die Maststütze ist frei, ich nach vorne gucke, steht der Mast da, so geil, ich freue mich, die ganze Arbeit gestern, der ganze Stress hat sich gelohnt. Bald geht's ans Segeln. So. Amos, warum sind denn die Haare schon nass, obwohl du noch gar nicht im Wasser warst? Ich habe eben versucht, das Beiboot an Land zu holen, was jetzt gleich auch wegschwimmen wird. Du hast nicht festmachen, Mann. Du hast es schon festgemacht. Nee, ich hab's nicht festgemacht. Okay, noch. Ja, ich wollte es aus dem Wasser holen und an Deck verstauen, weil wir ja gleich los wollten. Und dabei bin ich irgendwie hier in diese Suppe gefallen. Samt Klamotten und meinem schönen Wollpulli. Der wird jetzt automatisch mitgewaschen in dem schönen Dieselwasser hier. Total verdreckt, dunkel, man sieht überhaupt nichts. Und der eigentliche Grund ist, hier an dieser Stelle ist ein Teil von meinem Geräteträger reingefallen, als ich das hier mal so angelehnt habe, um zu gucken, wie das am besten passt. Kleines Missgeschick, jetzt ist es hier 3 Meter tief, ich habe eben gar nichts gesehen und ja, schauen wir mal, ob ich bis nach unten komme. Jetzt werden erstmal schön die Flösschen angezogen und dann geht es nochmal rein. Gibt es hier links und rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Doch. Das ist ganz toll. Was sagst du dazu? War es mit den Flossen oder dass du schon ins Wasser gefallen bist? Alles. Naja, du hattest halt mal wieder Glück, dass dein Handy gar nicht mit in der Hosentasche war. Ja, das war wirklich glücklich. Und ja, jetzt einfach nur aufpassen, dass du dann heil wieder rauskommst, ne? Ja. Petri heil. Oder
Ja, genau. Ah, schön. Amos, wie ist das Zeichen für irgendetwas? Stimmt hier nicht? Mach mal nochmal, damit ich dann Bescheid weiß. Okay, gut. Da hole ich dich dann raus. Das ist... Der Neo nicht richtig zu, die Suppe läuft rein. Widerlich. Widerlich. Okay. Juhu! Hast du ihn schon? Ja! Nee! Ach komm! Nimm. Das gibt's ja nicht, ja? Ah. Hammer, Amos! Also jetzt habe ich echt größten Respekt. Jetzt noch hochkommen und meine... Bitte? Letzte Kraft aufwenden, hier hochzukommen. Okay, ja. Gleichzeitig gutes Training, dass wenn man mal über Bord geht und wieder hoch muss. Aber ganz ehrlich, wenn das Boot in Fahrt ist, hat man keine Chance. Wenn man hier an der Safety Line hängt und mitgeschliffen wird bei 6 Knoten oder so, dann kann man im Prinzip das Messer zücken, sich abkapseln und in Ruhe sterben. Erfrieren oder ertrinken. Zieh mir bitte die Schuhe aus. Kalt. Wo ist der Kaffee? Wo ist der Kaffee? Hier ist der Kaffee. Ja, es fing alles hier so cool an in bei der Wassersportvereinigung in Dintelsass. Hier war der Hafenmeister Piet zu dem Zeitpunkt, mit dem ich gesprochen habe, mehrmals am Telefon. Er meinte, ja, Wilhelmstadt ist cool und schön, aber teuer und komm doch zu uns, bei uns kannst du alles machen. Ich habe ihm halt am Telefon erzählt, was ich vorhab und dass ich auch noch Dinge erledigen muss, ein paar Arbeiten am Boot und so weiter und natürlich auch den Mast stellen. Und er meinte, alles kein Problem. Dann bin ich hier angekommen und ja, war super, weil ich habe mich direkt willkommen gefühlt und der Piet ist direkt an den Steg gekommen und hat mir alles gezeigt und alles erklärt. Er hat mir eine Werkstatt gezeigt mit einer Werkbank, wo ich werkeln konnte. Er hat mir den Mastkran gezeigt. Er hat mir bei dem Maststellen von einem anderen Boot eine Art Einweisung oder Demo gegeben, weil ich das hier ja auch zum ersten Mal gemacht habe. Und alles cool. Und er ist auch täglich irgendwie vorbeigekommen und hat einen gegrüßt und mit einem gequatscht. Und ja, aber wie gesagt, der Piet war halt nur paar Tage hier und das war nur eine Übergangszeit für die Zeit, wo die hauptberufliche Hafenmeisterin, die hier vom Verein angestellt ist, wiedergekommen ist und ja, seitdem ging es dann bergab, also ja, ich heul mich hier gerade aus, okay? Ja, wir sind hier auf Aufnahme, Annika. Du musst jetzt aufpassen, was du sagst. Du kannst jetzt nicht hier wieder petzen, ne? Ja. Setz dich mal zu mir. Dann kannst du das ja vielleicht mal aus deiner Sicht erklären. Ich war ja gar nicht dabei. Ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr willkommen. Und dann sind wir kurzerhand zu einem, haben auf die Karte geguckt, ja, was sind die nächsten Häfen, weil ich echt einfach nur weg wollte. Und habe jetzt was gefunden. Nur 10 Kilometer weiter etwa und da sind wir gestern noch mit dem Bulli hingefahren und haben uns den Hafen angeguckt. Ist wunderschön, ist im Naturschutzgebiet und tausendmal geiler als hier, weil hier sind wir im Industriehafen, hier ist eine Polyesterfabrik, hier stinkt es den ganzen Tag, wenn die da ihr komisches Giftzeug verarbeiten und das ist auch nicht angenehm. Klar ist das super, dass man hier einen Werkraum hat und so weiter und ich dachte, das wäre quasi mein Eldorado, aber es ist nicht. Entsprechend haben wir uns dazu entschlossen, hier alles klar Schiff zu machen und die Sachen im Bulli und in das Boot einzuräumen und den Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Jetzt geht's weiter. Peace.